Also heute ein Follow-up-Video zu Project Genom. Beim ersten Video gab es ein bisschen Soundprobleme, außerdem habe ich nur den Prolog und ein bisschen von der Arche gezeigt. Das liegt aber auch daran, dass das Spiel sehr anders funktioniert als MMOs, die wir sonst so kennen. Nicht wundern, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich wollte euch das heute trotzdem bringen. Wichtig ist außerdem, dass ich ungefähr 3 Stunden aufgenommen habe, aber das Video jetzt natürlich nicht so lang ist. Das liegt ganz, ganz klar daran, dass sowohl die Map als auch die Questmarker etc. in Project Genom einfach noch nicht gut sind. Ich zeige heute allerdings Quests, Trading, obwohl es nicht wirklich Trading ist. Ich kaufe mir Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Ich zeige schon mal ein paar der Fahrzeuge, die ich noch nicht selber fahren kann, weil mein Level noch nicht hoch genug ist. Und wir gehen auch mal raus aus dem Raumschiff in die weite Welt hinaus. Ist alles ganz spannend und es wird wirklich jetzt mit Level 5 sehr viel besser. Ganz viele Sachen sind immer noch problematisch. Das bedeutet, wenn ihr einen Gegenstand benutzt, füllt sich ein kleiner Marker. Dieser Marker ist ganz leicht zu übersehen. Und wenn ihr überseht, dann bewegt ihr euch und es fängt wieder von vorne an. Werdet ihr aber alles gleich sehen. Ich habe diesmal den Sound separat aufgenommen, dass ihr mich verstehen könnt, wenn ich auf bestimmte Sachen eingehe. Der First Look, der wirklich nur ein First Look war vom Mittwoch, da war es gar nicht so wichtig, was ich dazu sage eigentlich. In diesem Fall ist es aber so, dass ich noch ein bisschen darauf eingehe, was eigentlich jetzt gerade passiert. Und so könnt ihr euch ein besseres Bild darüber machen, ob es sich schon lohnt, jetzt in den Early Access auf Steam einzusteigen. Founder Packages etc. Da gibt es bestimmt einige Optionen. Lohnt es sich jetzt schon Geld auszugeben? Ich finde persönlich immer noch nicht. Aber der Skilltree, den ich auch nachher zeigen werde, den habe ich auch erst durch Zufall gefunden, ist relativ komplex und da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. Ich werde das Spiel weiterspielen, aber dieses Video ist, weil es auch ein bisschen kontrovers war, was ich so gesagt habe, beziehungsweise was ich gezeigt habe, dieses Video ist ein Zusammenschnitt aus ungefähr 3 Stunden Questing und ja, Exploring der ganzen Gegend. Ich habe es bis Level 5, 5,5 ungefähr geschafft, aber das auch erst dadurch, dass ich langsam verstanden habe, wie diese ganzen Sachen funktionieren. Questmarker funktionieren noch nicht. Das ist wirklich, wirklich schwierig, alles das zu finden, was ihr finden müsst. Und oftmals ist es auch so, dass ein Bereich auf der Karte rot angezeigt wird, aber ihr es einfach nicht findet, was ihr, wo genau soll ich das finden? Gibt dazu ein gutes Beispiel, eine Quest, wo ihr ein Leck finden müsst und dieses Leck ist gar nicht da, wo es rot angezeigt wird. Na egal, schaut es euch einfach mal an und ich freue mich über Kommentare, Likes, nicht so gerne über Dislikes, aber haben wir das letzte Mal auch gehabt. Deswegen kommt ja dieses Follow-up-Video, damit ihr seht, ich beschäftige mich damit schon. Und wenn ihr weiteren Input habt, einfach unten in die Kommentare und ich freue mich drauf. Dankeschön, bis denn. Generell verbringt ihr viel, viel Zeit in Project Genom mit rumlaufen. Die Shift-Taste ist euer bester, bester Freund. Ihr seid nur am Laufen. Die meisten Features wie Informationen, die euch dann helfen könnten, weiterzukommen, sind immer noch nicht aktiviert. Klar, ist Alpha-Testing, muss man sich jetzt nicht so die großen Illusionen machen, wie weit die da sind. Überall sind ja diese kleinen Roboter, wie ihr gerade gesehen habt, die zeigen, hey, so weit sind wir noch nicht. Durch ein bisschen Internetrecherche bin ich auf diese Trading Terminals gekommen. Wie ihr seht, habe ich nicht mal Stiefel an. Ich sehe noch relativ unfertig aus. Diese Trading Terminals sind nicht wirklich Trading Terminals, sondern ihr könnt hier, ich weiß nicht, ob das in der finalen Version genauso ist, ihr könnt hier Waffen kaufen. Das bedeutet, eigentlich ist es ein Shop. Jedes Terminal hat verschiedene Levelbeschränkungen und so könnt ihr sowohl Waffen als auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände so erwerben, wenn ihr genügend Credits habt. Die Credits kriegt ihr natürlich, wie in jedem MMO oder in jedem Spiel dieser Art, durch Questen, durch das Töten von Monstern und durchs Verkaufen von Sachen. Und natürlich das Allerwichtigste ist, ihr könnt Aufgaben lösen und diese Aufgaben bringen auch relativ viel Credits. Ob das am Ende jetzt so ist in der finalen Version, wer weiß.
Was noch ein bisschen blöd ist, ist, ich habe jetzt gerade kein Geld im Spiel für die Stiefel. Also ich bin immer noch nicht fertig. Also habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch gerade eine viel zu teure Waffe gekauft. Die verticker ich einfach. Jetzt drücke ich auf den Drop-Icon und ja, die Waffe verschwindet aus meinem Inventar. Aber ist nirgendwo mehr zu finden. Das bedeutet, sie ist für immer verloren. Das bedeutet, ich habe die Credits ausgegeben, ohne was dafür zu kriegen, ohne sie wieder zu bekommen, wenn ich merke, oh, ich will sie aber ganz gerne doch noch weiter haben. Diese Sektion der Arche hatte ich bei meinem letzten Ausflug in die Welt von Project Janum noch überhaupt nicht gefunden. Durch Zufall ist mir auf der Map aufgefallen, dass da ein Symbol war für, hey, hier geht's raus. Witzig ist, dass hier überall schon Fahrzeuge rumstehen. Das ist auch überall an anderen Stellen so. Diese Fahrzeuge kann ich mir jetzt nur anschauen. Ich gehe mal davon aus, dass man dafür einen ganz, ganz bestimmten Level braucht, den ich schlicht einfach noch nicht habe. Aber das werde ich bald mal rausfinden. So, das erste Mal draußen. Ich bin immer noch nicht fertig angezogen. Wie man sieht, bin ich nicht der Einzige und irgendwie ist das hier auch alles ganz schön buggy. Ich habe vorher gelesen im Chat, dass ein paar Leute irgendwie einen Spawnpoint manipuliert haben. Die Leute kamen nicht mehr raus. Da mussten GMs von Hand die Leute raussetzen, damit sie überhaupt rauskamen. Das hier ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt natürlich der Welt von Project Genom. Ich werde mich jetzt mal an die Quest machen. Und dabei wird euch auffallen, das letzte Mal hatte ich das schon so, dass die Quest Requirements eigentlich waren, dass ich Level 5 bin, bin ich aber noch nicht, aber ist eigentlich kein Problem. Denn wenn ihr schießt und ein anderer schießt auch auf einen Quest-Mob, dann wird euch beiden der Kill zugeschrieben. Ich habe auf ein paar Portalen gelesen, dass sie meinen, dass das Schießen sehr geil ist. Ich bin damit überhaupt nicht zufrieden, besonders nicht, wenn man am Laufen ist und man wird angegriffen von Questmobs etc. Aber hier hat wahrscheinlich jeder seine andere Präferenz. Ihr seht das ja, ich hänge hier fest, ich muss nachladen andauernd. Jetzt hänge ich in der Gegend fest, komme nicht mehr weg, muss immer wieder weglaufen, immer wieder von vorne anfangen. Außerdem hat es hier, sobald man draußen war, unheimlich gelaggt. Das bedeutet, Sachen waren schon tot, ohne dass man es gemerkt hat. Gut, alles Alpha, kann man alles so akzeptieren. Werde ich gar nicht weiter jetzt mehr kommentieren, denn jetzt könnt ihr euch einfach mal anschauen, wie die Quest weitergeht. Eine Sache, die ich wirklich lange nicht verstanden habe, ist, dass im Inventory-Menü ganz rechts ein Button ist, der für Questgegenstände da ist. Und wenn ihr die anschaut, könnt ihr sie benutzen, so wie ihr sie gerade für die Quest braucht. Jetzt, wo ich es rausgefunden habe, sind die ganzen Quests nicht mehr so das große Problem.
Jetzt geht's also wieder rein in die Ark, in die Arche. Das ist die Story Quest, soweit ich das richtig gesehen habe. Davon gibt es wohl schon in der Alpha jetzt drei längere Geschichtsabschnitte. Und die werde ich jetzt in den nächsten Tagen natürlich alle komplett durchspielen. Es ist viel Gerenne, wie ich schon gesagt habe. Deswegen habe ich das meiste immer schon rausgeschnitten, damit ihr nicht ewig gelangweilt werdet davon, wie ich durch die Gegend renne. Eine Sache, auf die ich auf jeden Fall nochmal hinweisen muss: Ihr seht diesen Quest-Icon, das Ausrufungszeichen. Das kennt man aus anderen MMOs, aber hier ist es wirklich, wirklich schwer zu erkennen. Ich hoffe wirklich, dass hier die Entwickler sich nochmal ransetzen und das ein bisschen eindeutiger machen. Das hier ist jetzt eine Side-Quest, weil ich den Gore, zu dem ich wegen A Walk, dieser Story-Mission, zurückkehren sollte. Weil ich die einfach nicht gefunden habe, habe ich mir gedacht, machst ein paar andere Quests zwischendurch. Vent Problems ist eine Mission gewesen, die wirklich
eindrucksvoll zeigt, was noch schief läuft in Project Genom. Die Marker und die ganzen Richtungsangaben und Bereichsangaben haben überhaupt nicht gestimmt. Ich habe parallel eine andere Quest, diese mit den Schrauben, wie ihr gerade gesehen habt, erstmal durchgezogen. Und dann auf einmal war die markierte Bereichsangabe für die andere Questaufgabe nicht mehr da. Und ich musste erstmal finden, wo es eigentlich lang geht. Außerdem war das, was ich dann durchführen musste, um Vent-Problems zu beenden bzw. beenden zu können, wo ganz anders. Also konnte ich überhaupt nicht sehen, wo ich eigentlich hin musste. Da müssen die Entwickler auf jeden Fall nochmal unbedingt dran. Der Fortschrittsbalken, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich soll warten, bis der kommt, der das alles vergiftet hat. Je näher ich rangehe, seht ihr jetzt? Ah, da geht's los. Geht viel zu langsam, man kann es kaum sehen. Ich bewege mich aus dem Bereich zurück. Zack, fängt das Ganze wieder von vorne an. Das Ding muss in die Mitte, das Ding muss viel, viel auffälliger sein, damit wir alle sehen, alles klar, wir sind jetzt dran, wir müssen das machen, wir müssen jetzt hier warten oder wir müssen etwas benutzen. Der obere Bereich der Arche, der Ark, ist auf jeden Fall viel, viel besser entwickelt. Gestern hatte ich ja noch gesagt, hey, das ist alles nicht so besonders schön. Es ist auch jetzt noch nicht schön. Das hier ist auf Epic-Modus, höchster Modus, den es gibt. Dafür ist es sehr verwaschen, auch weil es Unreal Engine 4 ist. Aber hier oben, in dem oberen Bereich, wo es darum geht, Sachen zu kaufen, ist es doch wirklich netter gemacht. Wahrscheinlich deswegen, weil wir uns jetzt ja auch schon im nächsten Levelbereich befinden und wir von hier aus dann später die größeren Missionen, die auch mit Mechaniken und mit Fahrzeugen zu tun haben, starten werden. Hier seht ihr schon mal die Außenansicht, auch nicht besonders detailliert, habe ich mir aus den Trailern ein bisschen anders vorgestellt. Mal sehen, wann wir dahin kommen.
Ein Vorteil hatte es natürlich, dass ich die ganzen Nebenquests gemacht habe. Ich habe jetzt genügend Kohle, um mir geile Ausrüstung zu kaufen, damit ich endlich mal nicht mehr halbnackt durch die Gegend laufen muss und damit ich endlich mal alle Waffen habe. Wie ihr im unteren Bereich seht, gibt es noch Begleiter und andere bionische Erweiterungen und Verbesserungen, die ich allerdings noch nicht nutzen kann bzw. noch nicht gefunden habe. Crafting scheint schon im Spiel zu sein. Ich habe jetzt nichts gehabt, womit man irgendwas bauen kann. Das werde ich mir nächste Zeit nochmal angucken. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eher für die späteren Level dann interessant wird. Der Taxistand hier deutet auf jeden Fall darauf hin, dass wir später schnell reisen können. Wenn die ganze Welt offen ist und wir uns überall hin bewegen können, brauchen wir etwas, was uns schnell von A nach B transportiert. Fast Travel in irgendeiner Form. Nur Fahrzeuge werden nicht reichen, wenn wir auf die andere Seite der ganzen Map kommen müssen. Denn ihr habt ja vorhin gesehen, wie groß diese Karte ist insgesamt. Wir haben nur einen ganz, ganz winzigen Teil davon gesehen. Aber wenn man die Map draußen aufmacht, habt ihr ja vorhin gesehen, wie gesagt, dann seht ihr, dass es richtig, richtig groß ist. Und das ist jetzt nur Alpha. Also brauchen wir Fast Travel später. Can't make out these scribbles. Thank you.
Ich habe es ja schon mal kurz gesagt, ich habe eher durch Zufall den Skilltree gefunden, weil ich neue Ausrüstungsgegenstände, die ich bei Quest bekommen habe, unbedingt ausrüsten wollte, aber es leider nicht ging. Wenn ihr euch das anguckt, seht ihr, wie umfangreich jede Waffengattung ist und was man da später wahrscheinlich alles machen kann. Ich habe es leider noch nicht geschafft, hier weiter zu leveln, um die Gegenstände, die ich jetzt bekommen habe, die eigentlich alle ganz geil sind, anlegen zu können bzw. nutzen zu können. Ich habe auf alles gedrückt, rechte Maustaste. Ich habe versucht mit E, wie man benutzt im Spiel, das alles zu machen, aber bis jetzt hat es nicht funktioniert. Ich schaue mir das mal weiter an, aber es ist umfangreich. Das ist halt so die wichtigste Aussage daraus. Zusammenfassend zu meinem zweiten Ausflug, ziemlich langen Ausflug in Project Janum lässt sich sagen, hey, das kann ein echt gutes Game werden. Im Moment ist es noch sehr, sehr buggy. Es ist schwierig, überhaupt reinzukommen. Viele Sachen sind noch nicht verfügbar. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich durchaus das Potenzial inzwischen sehe und deswegen auch weiß, warum mein Video, mein First Look durchaus kontrovers diskutiert wurde und ich auch einige böse Mails bekommen habe. Übrigens ganz kurz als Tipp, wenn ihr mir russische Mails schickt, bringt mir das relativ wenig, weil ich kein Russisch kann. Verstehe ich ja, eure Landsleute wollt ihr natürlich unterstützen. Ich tue mein Bestes und ich spiele weiter und wir werden das zusammen ergründen, bis das Spiel dann rauskommt. Твои глаза.